Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hydrated Box von Marvin Game. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hydrated von Marvin Game, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist ein Mixtape von Marvin Game und zu diesem gibt es eine Box in einer sehr speziellen Variante. Denn wir haben hier tatsächlich eine Deluxe-Box in einer Flaschenoptik, in einer Wasserflaschenoptik. Das Ganze sieht tatsächlich so aus. Hier in der Mitte haben wir ein gelbes Schild und hier lesen wir Marvin Game 2,1 Liter und dann lesen wir hier Hydrated. Hydrated, das heißt ja auf Englisch, also das Wort gibt es im Englischen und das heißt auf Deutsch so viel wie ja, hydriert, bewässert, mit entsprechend Wasser versorgt. Und hier eben das Wortspiel, weil regulär hydrated schreibt man ja mit Y, aber hier hat man das dann auf high, wie high geändert. Okay, hier oben haben wir dann noch einen Verschluss, der ist auf beiden Seiten. Also wenn wir das mal kurz hier seitlich anschauen, ist der tatsächlich hier so designed. Auf der Rückseite haben wir die Infos, und zwar die Inhaltsstoffe. Wasser, Hydrated Mixtape, Hydrated Ins... Okay, hier gibt es nicht die Instrumentals, sondern die Instrumentals. Tray, Blättchen, Sticker, Pures Aktivkohlefilter, Poster. Das Ganze erschienen über Immer Ready. Hier gibt es keinen Barcode oder irgendwas, denn das Ganze gab es wirklich nur exklusiv über den Shop von Immer Ready. Auf der linken Seite haben wir noch eine Ananas. Auf der rechten Seite ebenso. Und ein blank blau. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, was haben wir hier? Okay, da ist echt einiges drin. Wir haben hier einmal eine Wasserflasche. Dann haben wir Aktivkohlefilter. Dann die Mischeschale, dieses kleine Tablett hier. Das sind dann wohl Sticker. So, dann haben wir weitere Sticker, jede Menge Sticker, noch mehr Sticker und die Instrumentals. Das Album bzw. das Mixtape und ansonsten noch weitere Sticker, noch mehr Sticker, also Sticker. Soweit das Auge reicht. Ein Schlüsselband und hier ist, glaube ich, noch irgendwas drin. Okay, Papes. So, ich glaube, ja, jetzt ist die Box leer. Ich hoffe, ja, man kann das sehen, die Box ist leer. Und dann schauen wir mal, was sich hier so alles befindet, was hier noch in Folie ist. Also, die Wasserflasche mal zur Seite. Sticker ohne Ende. Also ich glaube, stickertechnisch ist diese Box auf jeden Fall eine der krassesten. So, Folie haben wir hier tatsächlich nur auf drei Sachen drauf. Nein, Schlüsselband, vier. Okay, vier Sachen. So, Rest kommt mit zur Seite. Also, das Schlüsselband. Dann Mischeschale, und was haben wir hier noch? Die Instrumentals und natürlich das Mixtape. So, das werden wir auch mal aus der Folie holen. Aber hier vorne würde sich eventuell anbieten. Jawohl. Und das ist gar nicht in Folie. Okay, umso besser. Also waren doch nur drei Sachen hier in Folie. Wir starten wie immer mit dem Album, in diesem Fall mit dem Mixtape. Immer Ready präsentiert Hydrated Marvin Game. Wir haben hier eine junge Frau, die scheinbar hier ein, was ist das?
ein Glas vor sich hat mit jede Menge Spinat darin. Und hier dampft es gewaltig. Und sie hat hier, es sieht irgendwie nach einem Strohhalm aus. Also eine sehr spannende Kombination. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 13 Tracks sind es geworden. Wir haben hier jede Menge Features. Klar, es ist ein Mixtape. Wir haben Features hier mit drauf von Morten, Pronto, nochmals Morten, Butch, Morten, Vanya, Janeva, El Karim, Joni, Morten, Pronto, Chris Henry, Pronto, Morten, Vanya, Janeva. Also, jede Menge Features. Dann gibt es hier noch eine spannende Skulptur aus diversen Früchten und die Infos zu den einzelnen Beats, beziehungsweise ja die Album-Credits, die Mixtape-Credits. Das Ganze kommt in so einem recht dünnen Digipack, gelb und blau. Hier ist sonst nichts weiter drin, außer das hier, das Mixtape auf CD. Auch hier alles blau-gelb. Hat hier Platz in dieser kleinen Stecktasche. Machen wir wieder rein. Dann haben wir, sieht man auch selten, bei einem Mixtape Instrumentals dabei. Das Cover hier etwas abgewandelt, also mehr oder weniger spiegelverkehrt und hier dann auch noch die Farben etwas angepasst. So sieht das aus. Die Instrumentals auch 13 Stück und die kommen hier in so einem Digi-Sleeve, also in so einer Papphülle. Das ist die CD. Kommt hier in der Papphülle. So, das war's zur Musik. Dann haben wir jede Menge Inhalt, der bezeichnend ist für Marvin Game. Und zwar haben wir hier eine Mischeschale. Bedeutet, hier kann man alles Mögliche reinlegen. Aber gedacht ist es wohl so zum Drehen von Joints. Bedeutet, hier kann man dann Tabak oder auch nur Gras entsprechend anreichern, anfüllen, anrühren. Dann haben wir die Papes. Die sehen so aus. Hier sind keine Filter dabei, denn die haben wir ja separat noch. Die sind nicht gebleicht. Also das sind so Natur-Papes, braune Tapes. Auch hier alles in diesem Hydrated-Design. Was lesen wir hier? Oh nein, du hast nicht genug Wasser getrunken. Ja, das bin ich. Also ich bin tatsächlich so ein Kandidat. Sticker, ohne Ende Sticker. Eins. Ist der so dick oder? Nein, denke ich mir gerade. Viermal diesen hier. Den sollte ich mir echt irgendwo zu meinem Schreibtisch hängen. Viermal den hier. Das ist, wenn man es rauslöst. Nein, okay. Ist doch das gesamte Rechteck. Ich dachte jetzt vielleicht, dass wirklich nur die Sprechblase hier zum Rauslösen ist. Aber sie ist natürlich, hier unten lese ich noch Marvin Game. Also es ist ein rechteckiger Sticker. Dann haben wir diesen hier. Das sind insgesamt 5 Stück. Also das Cover des Mixtapes, quadratisch hier. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 mal nicht dein Typ in gelb und weiß. Ebenfalls quadratisch. Immer Ready Sticker. Einmal weiß-schwarz, einmal schwarz-weiß. Im Querformat rechteckig. Dann noch diesen hier. Immerready.com. Erlin Hell. Ah, ich glaube, das war ein Release von El Karim. Also ein Promo-Sticker mehr oder weniger. Dann hier diese weinende Maske. Ebenfalls quadratisch. Und dann haben wir noch diverse Sticker von Pure Rice. 2 Stück. Also die hier die Filter beigesteuert haben. Und dann lesen wir hier noch. Was lesen wir hier? Allzeit-Tour 2018 Marvin Game. Das ist ebenfalls noch ein Sticker. Zweifach vorhanden. Rechteckig. Gut. Genug von den Sticker. Wir haben dann hier noch ein Schlüsselband mit dabei. Das kommt hier in so einem bronzebraun Raw. Was lesen wir hier? Natural Rolling Papers. Ah, okay. Also die haben wahrscheinlich hier die Papes beigesteuert. Und deswegen haben sie dann auch hier noch ein Schlüsselband. Mit 2 Anhängern, das habe ich auch noch nie gesehen. Also hier hat man tatsächlich noch so einen kleinen Karabiner mit so einer kleinen Krokoklemme. Da kann man was einhängen. Oder man nutzt einfach hier diesen klassischen kleinen Karabiner, zum Beispiel für so einen Tourpass oder so. Dann ist mit dabei jede Menge Filterzeugs, 50 Stück, extra slim, 50 aktiv Kohlefilter. Das ist jetzt von der Marke Pure Rice, wir sehen es hier auch, die grüne Schrift auf dem weißen Filter. Die kann man dann verwenden. Auf der Rückseite steht noch,
wie das hier funktioniert. Also PureRice-Filter sind aus umweltbewussten Rohstoffen gefertigt. PureRice-Filter, okay. Ja, kann man hier entsprechend dann aufschneiden. Das ist so ein Druckverschlussbeutel. Man kann das hier dann jederzeit wieder zumachen und hat hier eben 50 Stück drinnen. So, ein Poster ist mit dabei. Das war spannenderweise eben separat. Also das hat man nicht geschafft, in diese Flaschenbox reinzupacken, weil es doch etwas größer ist. Und somit wurde das so extra beigelegt. Wir haben hier das Cover etwas erweitert, denn auf dem Cover haben wir, wir schauen nochmal ganz kurz, genau, hier haben wir es. Auf dem Cover haben wir die Dame etwas abgeschnitten gehabt. So, ab der Nase war dann Schluss. Und hier sehen wir dann das gesamte Gesicht dieser jungen Frau mit dem Mixtape-Titel und natürlich dem Interpreten. Das Ganze kommt im Querformat und ist einseitig bedruckt. Und als letzten Boxinhalt haben wir, wie man es von Marvin Game kennt, natürlich eine Flasche mit dabei. Und nicht nur irgendeine Flasche, sondern eine Viva Con Agua Flasche, 0,33 Liter, stilles Wasser, also Leitungswasser quasi, ohne Sprudel. Und das ist diese Organisation Viva Con Agua, die sich für Wasserprojekte einsetzt in ärmeren Ländern, also für Brunnenbau oder damit einfach Leute Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen, die diese noch nicht haben. Ja, auf jeden Fall eine gute Sache, eine gute Firma, ein gutes Unternehmen, das man auf jeden Fall unterstützen kann. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Flasche Wasser. Dann haben wir die PureRice Filter, 50 Stück. Das Schlüsselband der Marke Raw. Sticker, jetzt zähle ich mal mit. Also 2, 4, 5, 6, 7, 8. Dann der hier 5 mal 8, also 13, 18, 4 mal 22. Also 22 Sticker in den verschiedensten Formaten und Designs. Dann die Filter hier von Raw. Die Mischeschale, dieses kleine Metalltablett hier. Und das Poster einseitig bedruckt im Querformat. Die Instrumentals zum Mixtape, die kommen hier in der Papphülle. Und natürlich das Mixtape an sich, hydrated hier in diesem Digipack. Mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, das alles. Etwas Platz machen hier. Das alles in dieser wunderbaren Box. Hydrated von Marvin Game. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Mixtape? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Marvin Game unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.